Jochen, ich kann dich beruhigen. Jochen, ich kann dich beruhigen. Er hat es nicht gehört. Ich werde das aber gleich nochmal aufgreifen. Stefan Kunz, herzlichen Glückwunsch zum zweiten Sieg in diesem Turnier. Zum Halbfinale darf ich Ihnen noch nicht gratulieren. Das ist ja noch ein Pünktchen hin. Aber Sie haben einen Riesenschritt heute in die richtige Richtung gemacht. Was hat Ihre Mannschaft heute besonders gut umgesetzt? Ja, wir haben besser hinten rausgespielt. Wir hatten mehr Kontrolle über das Spiel. Haben dann auch in der Halbzeit uns noch mal ein paar Dinge vorgenommen, weil wir manchmal war das Tempo noch nicht hoch genug. Wir haben 2, 3 sehr gute Aktionen in der ersten Halbzeit rausgespielt und nachher in der zweiten Halbzeit haben wir die Sachen eigentlich fast alle sehr, sehr gut umgesetzt und haben dann verdient auch die Tore gemacht. Das war, glaube ich, konnte man sich gut anschauen heute. Definitiv. Ich weiß, als Trainer hebt man ungern einen einzelnen Spieler hervor, aber vielleicht könnten Sie bei Davy Selke heute eine Ausnahme machen. Ein Tor, ein Assist ist bei ihm heute, glauben Sie, der Knoten so richtig geplatzt? Ja, ist meistens so. Wir haben das letzte Mal nach dem Elfmeter darüber gesprochen, dass man es nicht zwingen kann. Ja, das geht im Fußball nicht. Und wie wir auch vom Spiel, wir beide gesprochen haben, irgendwann schießt ihr selber an den Fuß und dann geht das Ding hinten rein. Und jetzt hat er ein sehr schönes Tor geschossen und das hat man, glaube ich, in seinem Gesicht gesehen, wie viel Last von ihm runtergefallen ist. Man darf nicht vergessen, er hatte die ganze Rückrunde wenig Spielereinsätze gehabt. Er weiß, dass er da jetzt zum neuen Verein kommt und dann will sich natürlich mit einem Tor zeigen. Und das freut mich natürlich ebenso wie für die Mann dann. Aber es ist schon klar, dass dann, das sind so die besonderen Geschichten halt auch. Nadim Amiri, die reingekommen ist. Das sind einfach, ist schön, wenn es dann so klappt. Ich würde sagen, diese Mannschaft hat da definitiv alles umgesetzt. Sie haben vor dem Turnier betont, wir sind auf jeden Fall mit Favorit. Wenn Sie jetzt diese 180 Minuten Ihrer Mannschaft anschauen, wie viel haben wir da schon von einem ganz großen Favoriten gesehen? Ja, wir haben einen Mitfavoriten gesehen. Ich würde da jetzt auch dabei bleiben. Kann ich das nicht streichen, das mit? Na, Sie können es streichen, ich nicht. Weil wir haben, es gibt gute andere Mannschaften, aber wir bleiben dabei. Wir konzentrieren uns auf uns. Sie haben es vorhin richtig schon gesagt. Wir haben noch nichts erreicht, sondern es geht nur noch um drittes Spiel. Wir müssen jetzt mal sehen, ob wir ein bisschen taktieren, auch was gelbe Karten anbelangt. Das sind jetzt die Aufgaben für die nächsten Tage, die natürlich leichter fallen, weil wir jetzt gewonnen haben. Ich kürze das mal ganz kurz ab. Sebastian Kehl hat gerade eben im Studio gesagt, er sieht Sie im Finale. Das würden Sie unterschreiben? Also ich würde es unterschreiben, wenn es Sinn machen würde. Aber ob das jetzt Sebastian sagt oder ich unterschreibe, ist ja wurscht. Egal, wenn wir im nächsten Spiel verlieren, dann vielleicht noch ausscheiden. Also wir konzentrieren uns jetzt auf Italien. Also vielleicht ab morgen. Jetzt heute Abend noch nicht. Heute Abend genießen wir auch mal den Sieg. Das nehmen wir so. Besten Dank und damit zurück ins Studio.